Wir stehen am Freitagmorgen an der Illushöhe, nicht draußen, weil es da regnet, sondern wir haben uns hier ins Warme und Trockene verzogen. Tobi, schön, dass du da bist. Tobi, ich würde gerne wieder auf die Trainingswoche als erstes eingehen. Wie war die? Ja gut, wir haben das Pensum wieder ein bisschen gesteigert am Dienstag, am Einstiegstraining, ja, weil wir am Mittwoch an unserem Hauptbelastungstag eigentlich schon eine gute Spitze erreicht haben, wo wir vom Trainingspensum her, von der Intensität her sehr weit oben sind. Jetzt schauen wir, dass wir den Tag vorher ein bisschen höher gestalten. Das haben wir gemacht, haben dann im Kraftraum gut gearbeitet. Ja, das Wetter war natürlich bescheiden die Woche, aber die Jungs haben es super angenommen. Gestern ein bisschen runtergefahren und geben heute wieder Gas im Abschlusstraining. Niklas Wiemann war als Neuzugang erstmals mit dabei. Kannst du da, deinen ersten Eindruck einmal schildern? Ja, ich glaube, er hat sich gut aufgenommen gefühlt in der Gruppe. Das passt. Er hat auch gezeigt, dass er Qualitäten hat. Er muss sich natürlich auch an das Trainingspensum ein bisschen, an die Geschwindigkeit ein bisschen rantasten. Und trotzdem hat er gezeigt, dass er eine Verstärkung für unser Team sein kann. Es geht morgen gegen Aue, einen Gegner, der ja sicherlich unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Jetzt zuletzt aber einen Aufwärtstrend bestreitet. Auf was für einen Gegner stellt ihr euch ein? Ja, auf einen sehr kompakten, kampfstarken Gegner, der Qualität in der Offensive hat, der sehr, sehr intensiv Fußball spielt, richtig lauffreudig ist, ja, mit Nazarov vorne einen Spieler hat, der wirklich ein Unterschiedsspieler sein kann, ja, dem man aber auch die Freude am Fußball nehmen kann. Und für uns geht es darum, wieder unser Spiel durchzudrücken, ja, Aue den Spaß am Spiel zu nehmen, ja, Aue den Spaß am Tiefstehen, am Kontern zu nehmen, nichts zuzulassen, gut in der Restverteidigung zu stehen, aggressiv zu verteidigen und nach vorne unsere Stärken auszuspielen. Inwieweit spielt das Wetter wieder eine Rolle? Wenn ich nach draußen gucke, dann regnet es wieder relativ viel. Ist der Platz wieder ein Thema bei euch? Er wird für beide Mannschaften bespielbar sein und für uns diese äußeren Umstände, das war schon auch ein Part, den wir über die Winterpause, an dem wir viel gearbeitet haben, uns nicht von irgendwas beeinflussen zu lassen, was wir nicht ändern können. Unsere Leistung darf von nichts beeinflusst werden, was wir nicht selber in der Hand haben. Und da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht und deswegen ist egal, wie morgen der Platz aussieht, wie das Wetter ist, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint. Ja, es ist ein Heimspiel Bremer Brücke und das wollen wir gewinnen. Inwieweit merkst du im Team, dass diese 5 Siege in Folge einfach zu einem höheren Selbstvertrauen, zu einem höheren Selbstverständnis vielleicht auch geführt haben? Ja, ich glaube, es ist schon so, dass wir die Spiele alle einschätzen können, dass wir wussten oder wissen, dass wir in allen Spielen ans Maximum gehen müssen, dass wir auch im Training ans Maximum gehen müssen, um dann für die Spiele dementsprechend vorbereitet zu sein. Und ja, die Jungs merken, dass gewisse Sachen jetzt automatisiert sind, dass gewisse Sachen greifen und trotzdem können wir uns nicht darauf verlassen, dass alles passt, sondern müssen mit der richtigen Einstellung in die Spiele gehen, mit der richtigen Einstellung in die Trainings gehen und das machen wir im Moment sehr gut, als Gruppe auch. Ich weiß auch, dass es für die Jungs, die weniger Spielzeit haben, gerade ein bisschen schwer ist, aber die sehen dann auch, okay, wir gewinnen die Spiele, also müssen sie auch weiterhin Gas geben und das machen sie und deswegen wird es auch in den nächsten Wochen bestimmt wieder 1, 2, 3, 4 Wechsel geben. Die wird es über Sperren geben, über Verletzungen geben, die wird es auch mal über Leistungen geben und da kann ich mich auf alle verlassen. Das Thema Sperre würde ich aufnehmen. Sven Köhler fehlt morgen wegen seiner Gelbsperre. Wie ist sonst das Personal? David Etter wird noch nicht dabei sein, der war jetzt die ganze Woche krank und ansonsten habe ich alle zur Verfügung. Würde ich zum Ende nur ganz kurz wieder auf die Fans eingehen. Morgen sind wieder 11.500 Tickets verkauft. Zuletzt auch auswärts wirklich, glaube ich, ein toller Support. Auch dieses Thema Mannschaftsbild vor der Kurve wurde diese Woche ein Thema. Also wieder ein wichtiger Faktor, glaube ich. Auch vielleicht in Phasen, wo es dann nicht hundertprozentig läuft und vielleicht auch nicht ungeduldig zu werden, wenn es möglicherweise länger ja, unentschieden steht. Ich glaube, die Erwartungshaltung, mal eben Aue wegzuhauen, die darf nicht vorherrschen. Nee, die wird auch nicht vorherrschen. Ich glaube, wenn man nur auf die reine Tabelle schaut, sind es auch nur 11 Punkte Unterschied. Und wenn man auf die Formtabelle schaut, sind es auch nur ein paar Punkte Unterschied. Aber die letzten 3 Auswärtsspiele gewonnen und wir brauchen unsere Fans. Ja. Die Fans haben im Moment aber auch Lust auf den VfL, das merken wir extrem. Und das ist für uns aber auch Anreiz, ja, weiterhin die Fans bei Laune zu halten, ja, die Fans zu unterhalten, die Fans ihnen auch das zu zeigen, was sie sehen wollen. Ja, mutig nach vorne spielen, trotzdem aggressiv sein, trotzdem hart verteidigen, intensiv zu spielen, sich in jeden Zweikampf zu werfen. Und das werden wir morgen wieder in die Waagschale schmeißen. Dafür drücken wir die Daumen. Vielen Dank dir, Tobi. Dankeschön.